Sehnsucht der Jahrhunderte. Ziel aller, die träumen vom sonnigen Süden, vom blauen Meer und marmornen Göttersteinen. Auch uns zog diese Sehnsucht nach dem Land der Griechen, wo Europas Herz zu schlagen und sein Geist zu fragen begann. Denn das alte Hellas ist nicht tot. Es lebt weiter in immer neuen Verwandlungen. Es ist ein Land, geweiht durch die Größe seiner Vergangenheit, beladen mit Armut und doch immer wieder durchklungen von der Freude des Lebens, die sich durch keine Not unterkriegen lässt. So fuhren wir in 15 Monaten über 30.000 Kilometer kreuz und quer durch Hellas. Flogen mehr als 10.000 Meilen zwischen Kreta und Mazedonien. Und kreuzten 9.000 Meilen zwischen den Inseln der Ägäis, um Griechenland in der Fülle seiner Gesichter auszuschöpfen. Στη ξενιτιά πουλή θα γίνω του νουτια γρήγορα να σ' ανταμώσω. Για να σου φέρω το σταυρό που μου παράγγειλες να βρω δάχτυλίδι να σου δώσω. Ίσου κυπαρίσεις στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω. Στο όμορφο ακρογιάννη καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο πουλιό. Griechenland hat eine fatale Geografie. Es liegt im Brennpunkt zwischen Abendland und Orient. Griechenland ist zugleich Balkan und Mittelmeer, ist Ägäis und Adria. Seine zerklüfteten Küsten sind über 10.000 Kilometer lang und seine Inseln sind nicht zu zählen. Der Olymp ist der höchste, der glorreichste Berg Griechenlands. Nach dem Glauben der Alten, Sitz des Zeus und der anderen Götter. Ewiger Schnee bedeckt den Götterthron, der 3000 Meter über die blaue Ägäis aufsteigt. Ostern ist für die Griechen das Fest der Feste. In Arachova bei Delphi trotzen die alten Hirten dem Alter beim Wettlauf um das Osterlamm. Der Jüngste ist 82. Auch für die orthodoxe Kirche ist Ostern das Fest des Jahres. In der Auferstehung Christi feiert sie den Sieg des Lebens über den Tod. Am glanzvollsten sind die Osterprozessionen von Korfu und Menigi.
Zum Ostersonntag gehört der Hammel am Spieß. Natürlich auch bei den Efzonen, den Leibgardisten des Königs der Hellenen. König Paul lässt es sich nicht nehmen, seine Getreuen an diesem Tage zu bewirten und mit jedem das rotgefärbte Ei anzuschlagen. Und jeder bekennt, Christus ist erstanden. Der König bekräftigt es, er ist wirklich auferstanden. Und dann, Stunde um Stunde, der Tanz der Efzonen im Halbkreis nach den alten Regeln, die Eros aus dem Spiele lassen. Nichts wie die reine Lust der Bewegung. Mädchen von Korfu, Menidi und Megara haben ihre schönsten Trachten aus den Truhen geholt, als ginge es zur Hochzeit. Sie feiern das Fest des Frühlings. Manche Mädchen tragen ihr ganzes Vermögen auf dem Leib. Der Grieche zeigt gerne, was er besitzt. Schmuck und Ketten sind aus purem Gold, von den Ahnen ererbt und bis zum heutigen Tage durch alle Kriege und Fairnisse gerettet. Der Stolz der Familie auf dem Lande. Die Mädchen von Megara tanzen für sich. Die Burschen suchen sich die, die ihnen am besten gefällt, fürs Leben. Doch so einfach die Wahl, so schwierig ist die Erfüllung. Denn kein Grieche heiratet, ehe nicht seine Schwestern versorgt sind und die Erwählte die Mitgift in harten Goldstücken auf den Tisch legt. Nur noch ein paar Mönche leben auf den Meteoren. Ihr Name besagt, was zwischen Himmel und Erde schwebt. So wie Bruder Athanasios, dessen Weg zum Meteora-Kloster Balan himmelwärts führt. Sehr wörtlich, falls das alte morsche Seil das Zeitliche segnen sollte. Nach Aussage der Mönche wird es erst erneuert, wenn es gerissen ist. Im 14. Jahrhundert hatten Tausende von Mönchen vor Räuberhorden und Barbaren auf den unzugänglichen Felstürmen der Meteoren Zuflucht gefunden. Nach einer alten Legende
sei der allererste Aufstieg auf die Meteora-Felsen erst dann möglich geworden, nachdem man einem Adler, der auf einer Kuppe nistete, ein Seil ums Bein gebunden hatte. Die ersten Einsiedeleien wuchsen sich zu Klöstern aus und im 17. Jahrhundert zählte man auf den Felsgipfeln 25 Klosterburgen. Aber ihre Äbte verzogen sich nicht, die Klöster verfielen und heute sind nur noch 5 spärlich besetzt, während Wind und Wetter die übrigen Ruinenreste von den Felstürmen fegen. Die Klöster werden heute vom Staat renoviert und unterhalten. Dennoch fehlt es an Nachwuchs. Im Nonnenkloster Agia Rossane lebt in der Nachbarschaft von Asketen heute nur noch eine einzige Nonne, Wächterin über die letzten byzantinischen Schätze ihres Klosters, inmitten dieser Urweltlandschaft, die der Pindos als östliche Bastion gegen Thessalien schiebt. Zu Füßen der Meteoren liegen zwischen Wein- und Obstgärten die thessalischen Bergdörfer Kalambaka und Kastrani, wo noch altgriechische Sitten leben. Die Mutter schlägt beim Begräbnis des Sohnes dreimal die Erde mit der Stirn, seinen Namen rufend, die anderen Frauen fallen in dumpfem Chor mit der Totenklage ein. Da spürt man die Gegenwärtigkeit der antiken Tragödie. Streng ist das Gesetz des Landes. Die Entehrung einer Jungfrau fordert die Familienrache heraus, die der Bruder oft mit dem Tod an der Schwester oder an dem Frevler zu vollziehen hat. Im Herzen Mazedoniens liegt der See von Kastoria. In seine Hochlandkühle flüchten die Städter aus der Glut des Sommers. Und auch seine köstlichen Fische und Aale wissen sie zu schätzen. In den Gassen des Bazars, in seinen dunklen Läden und Werkstätten der Kirschner und Kupferschmiede, nistet noch der Orient. Erst vor rund 40 Jahren schlug die Stunde der Befreiung für das mazedonische Land. Was früher die Agora, der Markt, ist heute das Café Nyon. Eine Gelegenheit zum Sitzen. Nebenbei trinkt man ein Glas Wasser, einen türkischen oder Ouzo, einen Anischnaps. Es ist wichtiger, das Stammcafé eines Griechen zu wissen, als seine Wohnung, Büro oder Werkstatt. Hier trifft man jeden und alle. Hier wird diskutiert und politisiert. Hier werden Gerüchte geboren und zu Grabe getragen. Geschäfte abgeschlossen, Ehen gestiftet, Kredite vereinbart, Wahlen gemacht und Minister gestürzt. Während der Komboloi durch die Finger gleitet, rollen die Würfel, blitzen die Gedanken, sprudeln die Worte. Es ist die Welt der Männer, in der die Frau nichts zu suchen hat. Wasserreich und wild ist das Gebirgsland des Epiros und voll von Sagen und Balladen. Deren schönste und zugleich traurigste ist das Lied der Kyra Frosini, einer dunklen Schönen aus Janina.
die Ali Pascha mit ihren 16 Gespielinnen im See ertränken ließ, da sie ihm seinen Sohn vorzog. Daran erinnert die Aslan Ali Moschee. Die Muster ihrer Teppiche sind farbenfroh und bunt. Farbenfroh und bunt, wie der Blumenteppich, der sich im Frühling über ganz Hellas breitet und das Land mit dem Duft von Blüten, von Thymian, Lavendel und Basilikum erfüllt. Umrahmt von den gewaltigen Mauern des Parnass, Delphi, das dem Griechentum den Weg wies mit dem Ruf: Erkenne dich selbst. Ungewöhnliche Kunstschätze haben die französischen Archäologen aus der Erde Delphis geborgen, so dem bronzenen Wagenlenker, der seit 2500 Jahren mit seinen harten, reinen Augen in die Ewigkeit schaut. Erst war es der dunklen Erdmutter Gaia heilig, bis Apollon, der Gott des Lichtes, den hellen Mächten zum Siege verhalf. Seither befragten sie sein Orakel nach dem göttlichen Willen, wann immer sie das Schicksal vor eine schwere Entscheidung stellte. Το θάνατό μου ζήτησε η ίδια η πυθία. Ξέρω τη συφορά που σου έχει τύχει και τι σε περιμένει. Τι κέρδος θα έχω από αυτό, το ιερό ζητάει το θάνατό μου. Ας σκοτώνουν οι ηκέτες. Οι δολοφόνοι έρχονται σπαθιά κατώντας. Wo das Schicksal spricht die Tragödie. Im Theater von Delphi spielen sie wieder das ewige Drama des Menschen, den Ion von Euripides. Ξέρε να μην του πείσω σας σου είπα. Δεν κάνει από τον άντρα μου να έχω μυστικά. Αυτό στους άντρες δεν αρέσει. Το πρώτο χαιρετώ λέω στο Θεό. Μετά γυναίκα μου, εσένα χαιρετάω. Ανήσυχη σου πάλι. Ανησυχούσα αν αργούσες πιο πολύ, μα λέγε. Τι σου είπα στο Κρεούζα versucht Ion zu vergiften. Das misslingt. Und nun will er ihr ans Leben. Doch da erkennen sie einander als Mutter und Sohn. Έχε γεια. Σαν μάνα σε φιλώ. Γεια μου, πού είσαι για μένα πιο φωτεινός και από τον ήλιο. Σε σφίγγω στην αγκαλιά μου. Χαρά που δεν την πρόσμενα αφού σε είχα για πεθαμένο. Μα ποιος Θεός ολόχριστος έχει προβάλει. Πάμε μητέρα από εδώ, άξιοι δεν είμαστε να αντικρίζουμε Θεούς. Μη φεύγετε. Θεός εχθρός δεν είμαι. Είμαι βοηθός σε σάμ. Und während die Götter ihr Spiel mit den Menschenkindern treiben, kreisen die Adler über dem Tal von Delphi. Thank you.
Ein Theater ist auch der griechische Markt. Und von weit her kommen die Bauern und Städter, getrieben von der Lust am Handeln. Den Griechen, den Nachkommen des listenreichen Odysseus, bedeutet die List eine Tugend, den Beweis ihrer Intelligenz. Auf dem griechischen Markt wird nicht gestohlen, bezeugt doch ein Diebstahl die Dummheit dessen, der sich mit der List nicht zu helfen weiß. Noch eine größere Dummheit aber, gleich den geforderten Preis zu bezahlen. Denn hier wird nach allen Regeln der Kunst versucht, den Partner um ein geringes hereinzulegen. Hat Griechenland so viel Leben, weil sein Boden mit so viel Blut gedüngt ist? Wo man ihn auch ankratzt, findet sich das Gebein der Geschichte. So auch im nordwestlichen Dodona, wo lange vor dem delphischen Apollon Gottvater Zeus selber weissagte, im Blätterrauschen der heiligen Eichen. Wie im jüngst freigelegten Pella, unweit von Saloniki, der Residenz der Mazedonier, von der aus König Philipp Griechenland eroberte und Alexander der Große nach Asien auszog, zum größten Abenteuer der Geschichte. Flüsse haben ein hartes Los in Hellas. Der Himmel nährt sich schlecht und der durchlässige Boden entzieht ihnen ihre Kraft beim Durchstoßen der karstigen Gebirge. Nur wenige erreichen das Meer. Die meisten versiegen im regenlosen Sommer. Nur im Winter und Frühjahr schwellen sie zu reißenden Strömen. So sind die Brücken hoch und weit gespannt, wie die von Arta. Der Sage nach konnte dieses Meisterwerk erst vollendet werden, nachdem der Baumeister seine junge Frau lebendig in einen der Pfeiler einmauern ließ. Musik.
Neben den Flüssen sind für das trockene Land die Quellen und Brunnen wertvoll. Sie spenden oft schon seit der Antike das Wasser, das den Griechen mehr bedeutet als Wein und Brot. Außer dem Wasser gilt hier auch der Ölbaum als heilig. Er schenkt die Olive für die Tafel, das Öl für die Küche und das Licht für die Kirche. Aber auch Gewinn bringt dem Bauer die Korinthe, die er der Glut der griechischen Sonne aussetzt. Den Namen hat diese kernlose Traube von dem Landstrich, wo sie am besten gedeiht, vom alten Korinth, einer der reichsten und größten Städte des antiken Mittelmeeres. Die Wucht des dorischen Tempels hat hier ihren Ursprung. Dann der erste große Vasenstil und vor allem die korinthische Säule, die neben die dorische Strenge und die ionische Anmut die weiblich schwellende Fülle setzte, die blühende Lust. Einen Vogelflug weit von Korinth im östlichen Peloponnes liegt Epidauros, das Heiligtum des Asklepios, wo die Kranken Gesundung fanden durch eine Schlaf- und Schockbehandlung, die den Leib durch Geist und Seele zu heilen suchte. Dazu gehörte auch das tragische Spiel im Theater, das den Zuschauer reinigte durch Furcht und Mitleid, das ihm die Schwere des Menschenschicksals und den Sinn des Daseins zur Anschauung brachte. Bis zum letzten Rang ist die Stimme aus der Orchestra zu verstehen. Und Jahr um Jahr spielen die Griechen im Theater von Epidauros ihre alten Tragödien. So die Eumeniden, den letzten Teil der Orestie des Aeschylos. Γιατί θέλουμε τώρα το φρικτό μας τραγούδι να πούμε και να πούμε το πώς τους ανθρώπους επάνω την μπάσα τους μοίρανε εμείς και κυβερνούμε. Das Spiel von den Recherinnen, allen Unrechts, die Schlange und Fackel zum Zeichen haben und mit ihrer Peitsche den Verbrecher zum Wahnsinn schlagen. So auch den Orest, der die Mutter getötet, die ehebrecherische Mörderin seines Vaters, bis sich die Göttin Athene seiner erbarmte. Diese Tragödie hatte unweit von Epidauros ihren Ursprung. Auf der talbeherrschenden Königsburg von Mykene, wo die fluchbeladenen Atriden ihren Sitz hatten. Agamemnon und Klytämnestra, Elektra und Orest, die 1500 Jahre vor Christus über die Argolis herrschten. Hier fand Schliemann den Goldschatz von Mykene, der Jahrtausende unter der blumenbedeckten Erde begraben lag.
Ist es die Flöte des Pan? Ist es die einer Nymphe, deren Lied durch den heiligen Hain von Olympia klingt, wo Zeus und Hera ihre Tempel hatten? Durch dieses Tor zogen die Wettkämpfer ins Stadion, wo die Griechen ein Jahrtausend lang alle 4 Jahre zur Freude der Götter den Menschenleib im olympischen Wettkampf huldigten. Fast 400 Jahre nach Christus erstarb die Freude am Wettstreit, bis im Jahre 1896 Pierre de Coubertin den Gedanken der Olympiade zu neuem Leben erweckte. Erdbeben, Feuer und die Fluten des Alpheios taten einst das ihre, Olympia in die Vergessenheit zu stoßen. Erst in unserer Zeit hoben es deutsche Ausgräber wieder an den Tag. Und was blieb, ist im Museum geborgen. Arkadien, stille Landschaft auf dem Peloponnes, trägt auf den einsamen Höhen von Bassae ein Heiligtum des Apollon. Von allen Tempeln Griechenlands der besterhaltene, ein Meisterwerk des Iktinos, der auch den Parthenon erbaute. Zwischen stillen Dörfern, die in den Falten des Taygetos nisten, ist plötzlich auch das Mittelalter gegenwärtig. Die Ruinenstadt Mystra, wo Goethe, der nie in Griechenland war, Faust und Helena einander begegnen ließ. Franzosen aus dem Hause de Villadouin hatten im 13. Jahrhundert hier ihre Zwingburg. Bald aber holten sich die Griechen ihr Land zurück und brachten in Mystra die byzantinische Kultur zu einer letzten Blüte, bis sie der rasende Türkenbrand erstickte. Mystra hat fränkische Burgen, byzantinische Kirchen, türkische Moscheen und Harems gesehen. Zur Blütezeit wohnten über 50.000 Menschen in der hängenden Stadt. Heute künden nur noch wenige erhaltene Fresken von ihrer hohen Zeit. Wechseln. Der Bauer bleibt und mit ihm die Mühsal des Landes. Kleine Inseln sind die Fruchtböden im Meer der Steine. Wo aber einmal die Erde haftet und es nicht an Wasser mangelt, da sprießt gleich die Fülle und fast alles gedeiht. Der Reis in den weiten Flussdeltas und Lagunen. Die Baumwolle in den ausgetrockneten Seen. So
und der Tabak vor allem, der zu Griechenland gehört, wie seine warme Sonne. Unser Wasser ist das Beste, sagt oft der Grieche zum Fremden, denn es ist ihm das Kostbarste. Deshalb besingt er es wie ein Mädchen, in Liebesliedern fast. Und für den Geschmack von Quelle und Brunnen hat er das feinste Wort, die schärfste Unterscheidung. Unweit vom arkadischen Tor in Messenien und der Mauer von Itome wurden bei Pylos mykenische Kuppelgräber und der Palast des weisen Königs Nestor von den Amerikanern ausgegraben. Fresken wurden gefunden, vor allem aber Inventare auf Tontafeln in mykenischer Schrift. Sie verhalfen vor 8 Jahren zur Entzifferung der frühgriechischen Sprache. Einige Meilen südwärts hatten im Mittelalter die Venezianer die Seebastion Mettoni zum Schutze ihres Orienthandels errichtet. Das Löwenwappen erinnert an die Zeit, da sie die Herren waren über Adria und Ägäis. Noch heute weisen die Türme von Mettoni dem Seefahrer den Weg nach dem Kap Matapan, der Südspitze Griechenlands, wo hoch droben die mittelalterlichen Geschlechtertürme von Mani stehen. Hier lebt noch ein stolzes Volk, das seinen antiken Ursprung eifersüchtig hütet. Halten sich doch die Manioten für die einzig echten Nachkommen der Spartaner. Kein Fremder eroberte Mani, weder Slave noch Araber, weder Venezianer noch Türke. Nicht einmal den eigenen Staat duldete der Stolz der Freien. Nackte Anarchie herrschte. Das Gesetz des Stärkeren, das die Geschlechter im steten Kampf von Turm zu Turm übten. Herr war, wer die meisten Gewehre zählte, die meisten Söhne. Das ist vorbei. Heute hat Mani nur eine Herrin, die Not und die Liebe zum König, der auch zu ihnen kommt in ihrer Verlassenheit und ihnen hilft nach seinen Kräften. Sonst singen sie nicht, nur zur Totenklage. Sonst tanzen sie nicht, nur zur Ehre des Herrscherpaares. Den Tanz der Frauen von Mani, die einst mit ihren Sicheln die Türken in die Flucht schlugen, als ihre Männer anderswo unter Mavro Michalis kämpften. Später wurde er der erste Ratgeber von König Otto, dem Bayernkönig von Hellas, der 38 Jahre lang mit wechselndem Geschick das Land der Griechen regierte. Seither ist es ein Vorrecht der Efzonen, als Leibgarde des Königs vor dem Schloss in Athen Wache zu halten. König Paul und Königin Friederike haben die schwere Aufgabe, ihr Land aus den Nachwehen zweier Kriege
und eines blutigen Bürgerkrieges herauszuführen. Dies Land, das durch schwere politische Hypotheken belastet ist, durch wirtschaftliche Probleme ohne Ende, ganz zu schweigen von den innerpolitischen Spannungen, die nicht zuletzt aus der krassen Eigenwilligkeit des Griechen hervorgehen. Die Königsfamilie hat mit Überlegenheit und Charme, mit fürsorgender Liebe und politischem Geschick manche Schwierigkeiten ausgleichen können. Das Volk liebt und verehrt sie. Der König gehört zu Hellas, wie Hellas zu seinem König. Er residiert in seinem Schloss zu Athen, der Weltstadt von 1,5 Millionen Hellenen. Singt die Stadt Athen, wie sie der Grieche schmückt mit weißen Vögeln und Wolken an ihrem Himmel, wie er ihren unsterblichen Namen stickt in einen Stein. Athen ist ihm die Freude der Erde, die leuchtende Lilie des Morgenrots. Athen, an ihrem Meeresstrand wird er eines Abends als eine Muschel ruhen. Thank you.
Vor 130 Jahren war Athen ein türkischer Marktflecken mit 8000 Seelen. Heute leben hier 1,5 von den 8 Millionen Griechen des Landes. Meer und Land decken nur dürftig den Tisch der Weltstadt. Der Fisch ist die Lieblingsspeise des Atheners, vor allem der köstliche Barbuni, die Rotbarbe. Oriste, Oriste, zu Diensten, meine Dame, ruft der aufdringliche Händler. Seht die wunderbare Röte meiner Fische. Doch die Athenerin antwortet schlagfertig, die erröten nur über die Höhe ihrer Preise. So handelt man in Athen. Aristophanes hätte seine Freude daran. Fische, Schaffleisch, Obst, Gemüse und Geflügel sind meistens die Gaben der griechischen Tafel. Und wohl, weil der Boden so karg und geizig ist, umgibt sich der Grieche Tag für Tag mit Blumen, die ihm seine Sonne schenkt. Nachrichtenbörse Athens sind die Schuhputzer. Ihr Mundwerk ist so flink wie ihre Bürste. Man redet über die hohe Politik und die schönen Frauen, über Geschäfte und die Fremden. Die Worte eilen hin und her zum Kunden und so sind sie schneller als die Zeitung. Athen ist Dorf und Weltstadt zugleich, Geschichte und Gegenwart. Hier pfropft sich die Moderne auf die Antike, dazwischen ein wenig Mittelalter, ein paar byzantinische Kapellen. Täglich häutet sich die Stadt. Die Elendsbaracken der Flüchtlinge aus Kleinasien weichen modernen Arbeiterheimen. Das Athener Pflaster ist teuer geworden. Man treibt Häuser und Preise in vielstellige Höhen und Zahlen. Wo das Neue emporwächst, weicht das Alte. Oft reißt man beim Ausschachten für die Betonriesen Zeugen der Antike aus ihrer Grabesruhe. So vor kurzem in Piräus bronzene Standbilder. Darunter das Schönste, ein Standbild der Athener. Ein glücklicher Gewinn für das abendländische Erbe. Kein Museum der Welt könnte diese Athener bezahlen. Doch man bekommt die Athener oder auch einen Apoll schon für 2,75 € frei Haus, direkt vor der Akropolis in echt Marmor oder Gips. Oder gar den Parthenon fürs traute Heim. Hörte das etwa nichts? Gips hin, Gips her. Auf dem Schreibtisch hilft er der Erinnerung und die lieben Nachbarn sollen nur sehen, dass man wirklich dort war. Tag für Tag lauern hier die Hyänen der Souvenirs den Hellas-Touristen auf, die vor lauter Begeisterung ihre Taschen füllen. Very nice. Wonderful. Formidable. Wer sagt da etwa Kitsch? Schande auf sein hochmütiges Haupt. Soll er sich doch einen Türkenfäß darauf stülpen? Thank you.
der Wallfahrtsort aller Griechenlandfahrer, die Erfüllung antiker Hellas-Sehnsucht, die Akropolis, der Gipfel allen Griechentums. Unberührt von 2,5 Jahrtausenden der wechselvollsten Geschichte, Schrein und Festung der Göttin Athena. Der Meeresgott Poseidon hatte seinen Tempel in Sunion, rund 50 Meilen südöstlich von Athen, auf dem südlichsten Kap Attikas, dort, wo sich alle Wege der griechischen Seefahrt und alle Winde der Ägäis kreuzen, wo man hinausfährt auf das Meer der Meere, die ewig blaue Ägäis mit ihren leuchtenden Inseln. Griechenland ist mehr Ägäis als Griechenland. Drei Viertel seiner Fläche ist Meer. Darinnen über 1000 Inseln und Inselchen, davon 130 bewohnt. Sie lassen einander nicht aus den Augen. Das Liebesspiel von Land und See nimmt kein Ende. Und so verliert sich das Meer nie in die Einsamkeit. Weiße Noten auf der blauen Partitur der Ägäis sind die Dörfer der Inseln. So auch auf Skyros, dessen weiße Häuser sich um das Kastro scharen. Ab diesem Eiland südwärts bauen sie das Würfelhaus im flachen Kykladenstil. Die leicht geneigte Dachterrasse, mit Lehm abgedichtet, sammelt den kostbaren Regen und leitet ihn in die Zisterne. Gleich sind sich alle Inseln in der Armut, Gastfreundschaft und Menschlichkeit. Doch jede eigen im Bau, Farbe und Duft, in ihren Menschen, Tänzen und Liedern. Ganz anderen Charakter hat Skopelos. Nördlicher gelegen hat diese Insel mehr Regen und daher Quellen. Der Boden trägt mehr Früchte, darunter Oliven und Pflaumen, die besten des Landes. Thank you.
Hermopolis auf der Insel Syra ist die Hauptstadt der Kykladen. In zwei Hügeln steigt die Stadt vom Hafen auf. Auf dem linken die weiße Pyramide von Anosyra, der römisch-katholische Berg. Der rechte Hügel ist der orthodoxe. Vor 100 Jahren blühte Syra noch als Mittelpunkt der griechischen Seefahrt. Heute ist es nur noch ein stiller Abstellplatz für arbeitslose Frachter. Die Stadt ist ohne Wasserleitungen und nur die Wasserträger bringen tagtäglich das kostbare Nass von einer einzigen Bergquelle. Eine Meile voraus liegt Tinos, heute die heilige Insel der Ägäis, das Lourdes der griechischen Orthodoxie. Hier wurde vor 140 Jahren unter dramatischen Umständen von einer Nonne eine Ikone gefunden. Beim Ausgraben zerbrach das Bild der Mutter Gottes, doch es fügte sich von allein wieder zusammen. Von da an war die Ikone wundertätig. Und am 15. August jeden Jahres kommen tausende Wallfahrer aus ganz Griechenland zu der großen Panagia Evangelistria, der Wallfahrt der guten Botschaft. Schiff um Schiff bringt Tag und Nacht die Pilger von Athen und Piräus zu der großen Panagia. Manche haben ein Gelübde abgelegt, die 3 Kilometer vom Hafen bis zur heiligen Ikone in der Klosterkirche am Berg auf den Knien zurückzulegen. Sei es aus Buße für eine sündige Tat oder als Opfer auf dem Altar eines Herzenswunsches. Hier hängen sie zu Hunderten, die Komboloys, die Unterhaltungsschnüre der Müßigen, der Kaugummi der Hände. Nachbildungen des Gnadenbildes, die man in die Kinder wiegen oder in den Omnibus hängt, oder gar Augen aus Glasfluss mit blauem Rand gegen den bösen Blick. An den Tagen der Panagia kann Tinos die gewaltigen Scharen der Pilger nicht fassen. Die einen verbringen die Nacht auf einem Stuhl in der Taverne, die anderen lagern in den Gärten und Parks, wenn nur ein Baum die Sommersonne abschattet. Ansonsten färbt der fromme Zweck die Tagesstimmung nicht allzu sehr. Der Fremde sieht nicht so leicht die Grenze zwischen frommer Wallfahrt und fröhlichem Volksfest. Prozession gekommen ist, der geführt vom Metropoliten die wundertätige Marienikone unter dem silbernen Baldachin zum Hafen getragen wird.
über die Leiber der Kranken hinweg, die seit Stunden schon auf ihrem Weg knien. Da geschehen oft unerklärliche Wunder der Heilung. Die Marienikone ist kaum zu erkennen. So übersät ist sie mit Edelsteinen, die ihr dankbare Gläubige verehrten. Soldaten und Matrosen fehlen nicht, denn Nation und Kirche sind eins in Griechenland. Am 15. August torpedierten die Italiener vor Kriegsbeginn den Kreuzer Elli, der zu Ehren der Panagia im Hafen lag. Dieser Schimpf verband die Mutter Gottes von Tinos noch enger mit den griechischen Wachen und gab den jährlichen Pilgerfahrten einen stark nationalen Charakter. Και υποτόξε υπό το κράτος αυτόν πάντα ευθρών και πολέμιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν δεόμεθα υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών και υπέρ του ευλογηθήνε των αιών εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου. Zur Zeit der Panagia bläst auf der See der Meltemi, ein sommerlicher Nordsturm, der sich bei wolkenlosem Himmel an den Tinospilgern austobt. Weiße Stadt der Ägäis. Ihre Bewohner lebten früher von der Seeräuberei, heute von den Touristen. Es geht ihnen besser dabei. Denn dank dem kühlenden Meltemi genießt Mykonos den Ruf eines griechischen Capri. Auch verfügen die Mykonoten über einen unverwüstlichen Talisman, Petro, den Pelikan. Er ist fast so fotogen wie Sophia Loren. Wäre er nicht so weise, längst wäre er eitel und beim Film gelandet. Er bewacht hier eine griechische Nationalspeise, den Oktopus. Bitte, nicht mit den Augen, sondern nur mit der Zunge essen und Zitrone nicht vergessen. 365 Kirchen zählt Mykonos, so viele wie das Jahr Tage hat. Eingelöste Gelübde für die Errettung aus Seenot oder für das Gelingen eines Piratenstreiches.
Mykonos ist reich an Mühlen. Ihre Kraft holen sie mit den Segeln aus dem Wind. Im Wechsel seiner Richtung lassen sich Dach und Triebwerk drehen. Doch Mykonos dreht sich nicht mit den Winden. Es bleibt sich gleich durch alle Zeit. Tausende von Fremden pilgern jährlich aus aller Welt nach Delos, der heiligen Insel der Antike, dem Pompeji Griechenlands, darin die Geschichte aufgeblättert ist vom 7. Jahrhundert bis zur Geburt Christi. So aber war der Segen über Delos gekommen. Poseidon ließ es aus den Wogen der Ägäis auftauchen, damit Leto, die von der Eifersucht Heras verfolgt wurde, hier die Frucht ihrer Liebe mit Zeus gebären könne. Im Schatten einer Palme gab die Göttin Apollon und Artemis das Leben. Und Delos leuchtete golden und es blühte die ganze Insel. Vom Gipfel des Kynthos erfährt das Auge, weshalb Delos dem Lichtgott Apollon heilig war. Es ist das Herz der Ägäis, um das sich die Kykladen schützend schlingen. Es ist der Ort des reinsten Lichtes und der lichtesten Reinheit in Hellas. Namen. Hier auf Ios, sagt man, sei Homer gestorben und begraben. Ein schöner Ort für die Ewigkeit des größten aller Dichter, aber noch anmutiger und beschwingter für das Leben, wo auch der ewige Wind der Ägäis den Mühlen seine Kraft schenkt. Thank you.
Häuser und Gassen können auch hier nicht weiß genug sein. Dafür hat natürlich die Frau zu sorgen. Denn der Mann hat indessen eine wichtigere Arbeit im Café. Der Grieche ist ein Herr und Herren rennen nicht. Die Ausnahme von der Regel macht der Bäcker von Ios, der an den Samstagen eilig den Brotteig von einem Kunden zu seinem Ofen trägt. Ganz anders ist Santorin. Kein hellenisches Ebenmaß, nur düster, geballte Urkraft. Vor 3500 Jahren zerriss eine gewaltige Explosion den Riesenvulkan. Stehen blieb nur die äußere Kraterwand, auf deren Höhe sich die Dörfer erstrecken. Inmitten des Vulkansees aber quillt ein junger Krater auf. Man nennt ihn die verbrannte Insel. Mit zischenden Schwefeldämpfen und heißen Quellen, die von schwarz drohenden Lavazungen umschlossen sind. Bis zu dem großen Erdbeben von 1956 stand hier die Kathedrale von Syra. Heute nur noch die Stätte des Gebets. Von den Abhängen stürzen die Häuser mit den Menschen in die unheimliche Tiefe. Und oft führt heute noch ein Tor ins Leere. Das neue Leben ist aus den Ruinen erwacht. Doch die Santoriner werden ihrer neuen Tonnenhäuser, die wohl mehr Sicherheit geben, nicht froh. Denn ruhelos ist die Erde ihrer Heimat geblieben. Auf der Insel Amorgos hatte man schon im 13. Jahrhundert zum Schutze gegen die Piraten das Castro und die Häuser des Dorfes hoch in die Berge unter den Gipfel des Propheten Elias gebaut, wo auch heute noch die Menschen, wie vor Jahrhunderten, einfach und bescheiden leben und die Esel auf der ägäischen Tenne im ewigen Kreislauf das Dreschen mit den Hufen besorgen, das selbst dem jungen Esel namens Herakles großen Spaß bereitet. Steiler klebt kein Athos-Kloster über dem Meer
als das Schwalbennest des Klosters Chosoviotisa. Über 100 Mönche hatten darin gelebt. Heute sind es nur noch 3. Der Ruf von Chosoviotisa ist sein Wunderbild. Die Ikone stammt vom gleichnamigen Ort an der nahen kleinasiatischen Küste. Als ihn einst die Türken überfielen, warf ein Pope die Marienikone ins Meer und sie trieb von einer brennenden Kerze geführt nach Amorgos. 300 Meter über ihrer Landestelle fand sie eine Heimstatt hoch droben in den Felsen, von wo der Blick bis zu den afrikanischen Meeren streift. Patmos. Das ist die Insel des Evangelisten Johannes, wo er die Offenbarung Gottes, die Vision vom Ende der Welt empfing. Heute liegt das Kloster von Patmos in einer tiefen Stille, unberührter Weltabgeschiedenheit. Seit dem Jahre 1088, der Einsiedler Sankt Christodoulos, den Kaiser Alexius I. um Erlaubnis bat, hier zu Ehren des heiligen Johannes ein Kloster zu bauen, leben hier die Mönche im Geiste des Evangelisten. Der junge Mönch schlägt die Stundentrommel. Sie ruft die Brüder zur Liturgie. Ist es der johannische Geist, der das Kloster von Patmos, eine Hochburg des orthodoxen Mystizismus, am Leben erhält? Heute sammelt es die geistige Nachwuchselite des griechischen Mönchstums. Die hohe Lage und die Festigkeit seiner Burgmauern sicherten seinen Bestand gegen die unbeständigen Zeitläufte. Unterstützt von dem Reichtum, der ihm zufloss aus den byzantinischen Landen, von Kaisern und Patriarchen. Der Klosterschatz beherbergt Ikonen aus dem 16. Jahrhundert, ein Triptychon aus 1400 nach Christus. Und diese Ikone des St. Nikolaus, aus Edelsteinen zum Mosaik gefügt, ist 1000 Jahre alt. Unter den Schätzen wertvoller Buchmalereien ragt die älteste Handschrift des Markus-Evangeliums hervor, aus dem 5. Jahrhundert, auf purpurnem Pergament mit goldenen Lettern. Eine Mitra aus dem 17. Jahrhundert, 3 Kilo schwer an Diamanten, Gold und Silber, ein Geschenk des Patriarchen von Konstantinopel. Und die Stiftungsurkunde des Klosters von Kaiser Alexios Komnenos. Vollendete Schätze einer Welt, ein Spiegel stillstehender Vergangenheit. An der Einfahrt dieses Hafens stand vor Jahrtausenden eines der 7 Weltwunder. Der Koloss von Rhodos, eine über 30 Meter hohe Apollonstatue. Aber auch die Götter stürzen. Und nach Hellas folgte Byzanz auf die Insel der Rosen, dann die Kreuzritter, später die Türken und zuletzt die Italiener, bevor es endgültig in die Heimat der Griechen zurückkehrte. Die stärkste Note empfing Rhodos vom Johanniterorden,
der es im Mittelalter zu einem gewaltigen Bollwerk gegen den Islam, zur Zuflucht für die Palästina-Pilger ausbaute. Innerhalb der gewaltigen Stadtmauer erhebt sich auf dem höchsten Punkt eine turmbewehrte Zitadelle, der Palast des Großmeisters. Seine Pracht und Weitläufigkeit sollten wohl den Orientalen den Glanz des christlichen Rittertums vor Augen führen. Die Restauratoren Mussolinis haben dazu noch reichlich aufgetragen. Geblieben ist die Manifestation eines hohen Herrengeistes. Die Türken haben sich in das Antlitz der Stadt eingeschrieben. Zwischen dem christlichen Glockenturm und dem islamischen Minarett herrscht heute Eintracht. Ungestört preist Muezzin die Größe Allahs. Sie leben in eigenen Stadtvierteln und haben ihre eigenen Friedhöfe. Diese turbanbestückten Grabmale gedenken noch manchen Seeräubers. Ein Lourdes haben die Griechen auf Tinos, ein Capri auf Mykonos und ein Pompeji auf der Insel Delos. Da darf auch ein Monte Carlo nicht fehlen. Am Strand von Miramare auf Rhodos, wo ein mondänes Bungalow-Dorf entstanden ist. Schon im Altertum war es Sitte, dass die reichen Athenerinnen nach Rhodos fuhren, um sich dort zu vergnügen. Man ist bei diesen Sitten geblieben. Und es mangelt der Griechen nicht, die sich diesen Jahrmarkt des Fleisches, pardon, des Vergnügens leisten können. Ob es die mohammedanische Nachbarschaft ausmacht, dass hier der Pascha so leicht zu einem Harem kommt, dem Gesicht nach doch ein recht strapaziöser Beruf. Schönheiten sind hier so dicht gesät wie die Wünsche auf dem Heiratsmarkt. Man zeigt, was man zu zeigen hat. Man kann ja nie wissen, wer der Herr Nachbar ist, ein Ölmagnat oder gar ein Filmproduzent. Sport ist hier Mittel zum Zweck, ein Anlass zum Flirten. Rhodos, vom Frühling bis in den Herbst, ein Meer von Blumen. Hat seinen Namen von der Rose, dem Hibiskus. Lied und Tanz der Griechen sind meist von der Wehmut durchtränkt. Ihre Trauer spricht von der Schwere des Lebens in diesem Lande. Auf Rhodos aber, da nehmen sie das Dasein leicht und heiter, da pulsiert die Freude schneller im Blut und auch die Liebe. Sie tanzen die Sustra.
Sie hat den Rhythmus von einem zweirädrigen Eselskarren, die über das Straßenpflaster holpern. So sehr der Wechsel die rhodische Geschichte jagte, die Rhodier ließen nie von ihrer großen Tradition, der Keramik und der Vasenmalerei, die sich hier in ununterbrochener Folge von der Antike bis zum heutigen Tag fortsetzte und von den jungen Mädchen mit großer Kunst gehandhabt wird. Ihre Vorbilder stehen in den Museen der Insel. Auch König Midas mit den Eselsohren. Stolzes und zweites Wahrzeichen der Roseninsel ist jedoch die marmorne Göttin Aphrodite, die man in der Nähe der antiken Stadt Kamiros fand, deren Zeit und Untergang auch heute noch den Archäologen ein ungelöstes Rätsel ist. Ein Schauplatz der Geschichte auf der ins blaue Meer stürzenden Landzunge von Lindos. Helena fand hier Unterschlupf nach dem Fall von Troja. Von der Bucht fuhr die Flotte nach Sizilien, um Agrigent zu gründen. Und hier ging der Apostel Paulus an Land, um das Christentum nach Hellas zu tragen. Am Rande des Absturzes steht der Tempel der Athena Lindia. Es gibt in Griechenland, außer in Athen, keine erhabenere Akropolis als die von Lindos. Gibt es einen schöneren Ort, um im Spiel des antiken Tanzes die Sage von Messias und Apollon zu erzählen? Der Faun Messias glaubte die von Athena weggeworfene Flöte so schön zu spielen, dass er mit Apollon einen Wettstreit einging. Nach seiner Besiegung wurde er von Apollon geschunden und von den Göttern des Waldes, den Faunen und Nymphen beklagt. Von Rhodos geht die Fahrt westlich nach Kreta, dort, wo dieses Griechenland begann, das unser Anfang war. Erster Mensch gibt der Landschaft das letzte Gepräge. Über Küste, Land und Stadt erhebt sich ein Gebirge, das über 2000 Meter ansteigt zum ewigen Schnee. So auch die Gipfel des Ida, in dessen Höhlen Zeus seine Heimat hatte. Unweit davon stand des großen Malers El Grecos Wiege.
darunter der minoische Palast von Phaistos aus der Zeit zwischen 2400 und 1500 vor Christus. Seit über 3000 Jahren wird dieser Brunnen nie müde, den Durst zu stillen. Den Durst der Erde, der Menschen und Tiere und der Blumen. Ganz Kreta lebt von der Geschichte und jedes Stück Boden birgt ein Geheimnis, sei es nur das einer Säule. Kultur und Glück, geht das immer zusammen? Vielleicht war Kreta die glücklichste Kulturstunde in der Menschengeschichte. Kein Zeichen der Angst in ihren Bauten, die offen waren, ohne jede Befestigung. Kein Kult der Waffen, nichts wie Freude und Lust am Dasein. Kretas Größe verkörpert sich im Palast von Knossos, wo einst Minotaurus herrschte, der Gott mit dem Stierkopf, entsprungen einem verbotenen Liebesspiel der Gattin des Königs Minos mit einem Stier, der auch in den Spielen der Jugend symbolisch wiederkehrte. Die Funde, die Sir Arthur Evans den Jahrtausenden entriss, sind im Museum von Heraklion geborgen. Camarés-Vasen aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Spielzeug aus bunt bemalter Keramik. Und immer wieder das Symbol des Stieres und das der Doppelaxt in Ton oder aus purem Golde. Der Palast hatte labyrinthische Ausmaße, vielstöckig mit Bädern und Kanalisation. An den Wänden farbenfrohe Fresken, voller Charme und Eleganz. Wo aber Eleganz und Charme regieren, da ist die Frau mächtig. Sicher wurde sie in Kreta hoch verehrt und ihre Macht war ihre Schönheit, die sie nicht verbarg. Ihr Wort galt auch im Glauben, im Fruchtbarkeitskult vor allem, der sich in der Schlange versinnbildlichte. Immer kehrt die Schlangenpriesterin wieder. In kleinem Plastik wurde sie als Opfergabe in den heiligen Höhlen aufgestellt. Heute versuchen sich die Töchter von Kreta wieder am alten Kultspiel, das sie den Wandbildern von Knossos entnahmen. Ein Zyklus des Jahreslaufes. Gott und Göttin des Wachstums werden in die Unterwelt verschleppt. Der Winter kommt über die Erde. Die Menschen bringen Opfer, bis endlich ihr Tanz die Muttergottheit heraufbeschwört, welche die neue Fruchtbarkeit verheißt. Vor der kretischen Küste begegnen wir den Schwammtauchern.
die dort ihre ersten Tauchversuche unternehmen, bevor sie in die afrikanischen Meere ausfahren. Schwerer und gefährlicher kann man sein Brot kaum verdienen. Aus Tiefen, wo sich das Sonnenlicht im Meer verliert, holen sie die Schwämme herauf. Manche tauchen mit einer primitiven Ausrüstung. Viele können sich nicht einmal diese leisten. So springen sie mit einem Stein, um Tiefe zu gewinnen. Bleiben sie zu lange unten, trifft sie die Lähmung, wenn nicht der Tod. Oder die Haie und Polypen greifen nach ihnen. Ihre Heimat ist Kalymnos. Die ganze Insel lebt von den Schwämmen. Mehr schlecht als recht. Und nicht wenige wandern aus nach Florida oder als Perlentaucher nach Australien, denn Jahr für Jahr wird der Naturschwamm mehr vom Kunstprodukt verdrängt. An Land gibt es noch viel Arbeit mit den Schwämmen. Sie werden vom Meeressand ausgewaschen und ausgeschlagen, getrocknet und sortiert nach Form und Qualität, zuletzt beschnitten und in die Welt verkauft. Der Erlös, der sich auf die Mannschaften der Schiffe verteilt, ist für den Einzelnen gering. In den Wintermonaten leben sie vom Nichtstun, dem Wein und der Liebe zugewandt. Bis im Frühling der Tag kommt, an dem die Schwammfischerflotte wieder zum Auslaufen bereit ist. Wo Griechen sind, wird getanzt. Nirgends aber so gern und so gut wie auf Kalymnos. Tanzt am besten, wer den Tod am nächsten. Im April fahren sie in die Meere, zu den Küsten Syriens, Ägyptens und Libyens. Und erst wenn der Winter naht, kehren sie zurück. Dazwischen das Warten. Über ein halbes Jahr warten. Und jeden Tag die bange Frage: Kommt er wieder? Der Mann, der Vater, der Sohn und Bruder? Am Tage der Abfahrt eilt der Pope von Schiff zu Schiff, denn kein Schwammfischerboot fährt ohne seinen Segen auf die See. Jeder Ausfahrende küsst noch den Ikon des heiligen Nikolaus, der seine Hand schützend über die Seefahrenden hält. Denn der Tod steht hinter jedem dieser Taucher und Fischer. Es hat keinen Sinn, ihn zu leugnen, denn sie wissen es von den Vorfahren. Wie du ausfährst, weißt du. Wie du heimkehrst, weißt du nicht. Darum ist der Segen des Popen so begehrt, so ersehnt, weil die Chance der Heimkehr durch ihn und seine wundertätige Ikone wie eine Zusage erscheinen mag. Der Pope weiß, wenn er die Schwammfischer segnet, dass in seinem Segen die Wünsche der Frauen, Bräute, Mütter und Kinder eingeschlossen sind. Die Väter selbst gehen auf die Schiffe. Sie können nur für sich selbst beten. Die alten Taucher, die überlebten. Zum Abschied der anderen tanzen sie den Ballo, der nur auf den Inseln zu Hause ist.
und den sie in den Nächten auf ihren Schiffen oder in den afrikanischen Hafenkneipen tanzen. Es heißt, der Tanz sei eine Pantomime auf das Liebeswerben der Fische. Die Alten wenden ihn ins Groteske. Das macht die Stunde ein wenig leichter. Fahren aus. Und die alljährlichen Abenteuer der Schwammfischer sind ein Gleichnis der ewigen Odyssee der Griechen. Niemals kommen sie zur Ruhe, denn ihre Träume finden keine Erfüllung. Im immerwährenden Wechsel der Sehnsucht nach der Ferne und nach der Heimat. Nach jenem Traumland, dem auch wir erlegen sind.